Da sind wir wieder bei Dragon's Dogma. Auch hier dieser Part nach dem Festplattencrash. Hab alles installiert wieder, was ich zum Aufnehmen brauche. Funktioniert super. Und ja, wir können jetzt erfolgreich weitermachen. Zum Glück sind ja Konsolen, Spiele also meine PlayStation 3, unabhängig hiervon, von dem Festplattencrash. Ich muss halt nur meine TV-Karte wieder anbringen, also installieren. Und auch Fraps und so. Aber jetzt funktioniert alles wieder. Viele Leute fragen mich ja immer noch, wie ich denn hier aufnehme. Das ist ganz einfach. Ich benutze eine TV-Karte, womit ich dann mit HDMI eine PlayStation 3 anschließe. Und mit Fraps nehme ich dann halt das am Bildschirm auf. Ganz einfach. So, wir kaufen jetzt wieder ein bisschen ein. Davon haben wir jetzt ganz, ganz wenig. So. Da sind wir zwar mittelgeladen, aber das ist mir jetzt sowas von egal. Hauptsache Mittel und nicht schwerer. So, wir haben ja jetzt Salomet, ja, ich glaube, so hieß er, kaputt gekloppt. Und ja, jetzt werden wir Al'Dur den Ring zurückbringen. Ich werde ihn nicht fälschen und abgeben, weil, ja, ist doch kacke sowas. Das kann ich nicht machen. Ich bin der Erweckte, ich bin Benny Bunny Five. Ich kämpfe für das Recht. Für das Recht und die Ordnung. Und da darf ich dann nicht böse Sachen machen. Das geht nicht. Och, hier stehen schon jede Menge Wachen. Die wissen also schon, dass ich manchmal Ärger mache. Nachts schleiche ich mich rein, mache mit der Frau des Herzogs ran. Und ja, schlage manchmal aus Versehen Leute. Dafür komme ich in den Kittchen. Und das finde ich nicht gut. Das wisst ihr. Also gehe ich nochmal hier entlang. Bam, bam, bam. So, ich hoffe doch mal, der Al'Dur ist hier. Er ist hier. Sehr schön. Der Herzog natürlich nicht. Der schläft anscheinend lange. Ja, ja. Hier ist ein Ring. Des Lindwurmkönigs Ring. Boah, du klatscht aber schon irgendwie wie ein Behinderter. Guck dir ja an, ey. Oh yeah. Oh, klatschen, klatschen, klatschen. Wieso? Ja, keine Ahnung. Mickey Mouse Kindergartensendung oder sowas. Ey, guckt euch den an, ey. Yeah. Ja. The Duke will see it well guarded and the faults in the castle's security mended. Okay. Pray let this lead us all to take greater care in the future. For now. Oh. Was jetzt? Rede. What? Very well. I shall see to it at once. A matter of a most pressing nature has come to us. Make for the southern Waycastle immediately. Okay. I've received a report that one of the Duke's men has returned from afar gravely wounded. He asks to speak with you, in all haste arisen. 'Tis odd his message was not writ in the report. An oversight brought on by haste, no doubt. Pray, fly to the Waycastle and hear the man's message, sir. Meanwhile, I am to see the Duke on another matter no less urgent. 'Tis a restless day. Ja, ruheloser Tag, kenne ich. Benny, Stufe 37. Reist zur Wegeburg. Gut, ist das primär? Reist zur Wegeburg. Ehre und Verrat. Okay. Wo muss ich denn hin? Wo ist diese südliche Wegeburg? Dazu Umgebungskarte. Och nee, Leute. Warum ist die schon wieder da so unten? Das ist doch dumm. Nee, du. Und ich den Kristall im Norden, den hole ich jetzt auch nicht, um dann später im Süden was zu setzen. Aber ich sollte ja angeblich noch einen Zielkristall haben. Angeblich. Angeblich ist gut. Ich sollte einen geschenkt haben, glaube ich. Müsste ich nochmal schauen. Ich schaue nochmal. Ich muss ja jetzt sowieso einen Schnitt machen, weil den Weg erspare ich euch. Und dann schaue ich mal, ob ich noch einen Zielkristall finde. Und ja, dann sehen wir uns gleich. Oh,
Okay, ein kleines Event. Ich war gerade unterwegs, da passiert plötzlich ein Event. Ganz überraschend. Arisen, urgent word from the capital, sir. Wie jetzt? You are to return to Aldous Society with all possible haste. Ist jetzt ein Scherz, oder? What the fuck? Da brennt es! What the hell? Wir sollten erst zur südlichen Wegeburg. Der dringliche Ruf des Boten war eine List. Kehrt mit der gebotenen Eile zur Hauptstadt zurück. Ja, nee, da werde ich hier erstmal einen Zielkristall setzen. Es gab tatsächlich noch einen in meinem Lager. Vielen Dank an denjenigen, der es mir geschenkt hat. So. Und jetzt werden wir einen Reisestein verwenden. Beziehungsweise Caleb wird mir jetzt einen geben. Danke. So. Benutzen. Also müssen wir nach Grand Sorens schnellstens zurückkehren. Man wollte uns rauslocken. Man hat uns verraten. Ach so, deshalb war das Wort Verrat in dem Auftrag. Jetzt ergibt alles Sinn. Die Welt ist wieder geeint. Scheiße. Das gibt's doch nicht. Was passiert jetzt hier? Bezwingt den Basilisken. Den Basilisken? Okay, zeig mir den mal kurz. Das ist doch kein Basilisk. Das ist ein Greif. Ah, nur, aber ja, okay, wartet, Leute. Das ist kein Greif. Der Basilisk hat ja viele verschiedene, Formen. Man hat ja viel rum... Man irrt eigentlich immer noch rum. Man rätselt, wie der Basilisk wirklich ausgesehen hat. Weil man sagt ja, wenn man den Basilisken ins Auge schaut, stirbt man. Man wird versteinert oder man stirbt direkt. Deswegen weiß keiner, wie der Basilisk so richtig aussieht. Und das, ja, soll halt eine Form anscheinend sein. Okay. Dann machen wir den halt irgendwie fertig. Ich springe mal drauf. Boah. Oh, du Scheiße, ist der hartnäckig. Oh, ich muss abspringen. Und abspringen, bitte. Au! Oh, der ist heftig. Ich weiß, Christoph will mich heilen, aber ich brauche ein bisschen Leben, brauche ich jetzt. Sehr toll. Okay. Also einer der Gardisten dreht durch. Okay. Seine Klauen scheinen von Gift getränkt zu sein. Ja, das ist typisch basiliskisch. Und ich bin müde. Ich bin müde. Kann mich bitte jemand schnell helfen? Unser Christoph ist jetzt Stein. Hallo, kann mir bitte jemand helfen? Warum nimmt mir hier niemand aus der Starre raus? So. Oh Gott, ich bin verlangsamt. Oh! Also jetzt reicht's auch langsam. Caleb, mach was bitte. Deine Magie ist doch super. Oh, die Welt ist jetzt auch Stein. Das sollte eigentlich nachlassen, oder? Oh. Yvette ist tot. Yvette ist tot. Kacke? Haben wir denn nicht irgendetwas? Oh, verdammt. Dass Yvette jetzt stirbt, das war richtig ungünstig jetzt. Das war ungünstig. Oh, fuck. Ja, jetzt müssen wir Christoph noch irgendwie in Sicherheit halten. Boah. Also ich hoffe, Christoph kommt bald wieder auf die Beine. Weil ich krieg kein Damage hin. Okay. So, jetzt kann ich ein bisschen zuschlagen. Also, dass Evade drauf geht, das war nicht gut. Das war definitiv nicht gut. Also, boah, der ist hart.
dass man plötzlich so einen harten Gegner bekommt. So. Oh, verdammt. Hör auf, rumzuschlagen, bitte. Komm schon. Jetzt. Caleb ist K.O. Na toll. Dann sollte ich loslassen. Loslassen, sage ich. Und den... Och Gott, warum ist meine Ausdauer jetzt im Eimer? Hilfe leisten. Hilfe leisten. Wir müssen hier weg. Passt auf, dass ihr nicht versteinert werdet. Ja. Oh, den Christoph hat es jetzt auch erwischt, oder wie? Jetzt ist nur noch Caleb und ich übrig. Och, super. Was ist das denn für ein Gegner? Das ist unmenschlich. Das ist unmenschlich, was die jetzt hier von mir verlangen. So einen Gegner. Halber und endet tödlich, wenn sie nicht behandelt wird. Die Info kam jetzt spät. Ich dachte, die Versteinerung würde nach einer Zeit aufhören. Die Info kam spät, Leute. Das war scheiße. Oh, warte, ich bin versteinert. Ich bin derjenige, der versteinert ist. Das Problem ist nur, was soll ich sagen? Yvette hatte all mein Zeug. Ja, nee. Dann werde ich draufgehen, wahrscheinlich. Ich werde draufgehen, weil ich nicht das Zeug habe, um es... oder? Habe ich irgendetwas? Feuer? Hm. Ne. Ich werde verrecken. Okay, dann mache ich kurz einen Schnitt, dann lade ich den alten Spielstand wieder und dann gucken wir mal, wie wir jetzt gegen den Basilisken kämpfen. So, ich habe jetzt den Reisestein verwendet. Wir werden jetzt in Grand Thorn wieder zurückkehren. Da waren ja auch ein paar Zielpunkte auf der Karte markiert. Ich werde den Basilisken mal kurz in Ruhe lassen. Und diese Zielpunkte mal aufsuchen. Vielleicht ist das ja nicht so clever, ihn anzugreifen. Oder was sagt die Karte? Nee. Die sagt, ich soll dahin. Okay. Dann werden wir das ein bisschen cleverer jetzt machen. Hoffentlich. Boah, aber der ist ja mordsgefährlich. Oh, scheiße, der macht wieder was. So, ich... Aber der kriegt ja kaum Schaden. Er ist schwach gegen Donner. Ja, dann müsste er ja meine Blitzdinger eigentlich nicht mögen. Was ist, wenn ich ihm die Augen ausschieße? Okay. Ich versuche es. Oh, okay. Einer wird schon zur Statue. Und ich bin jetzt auch versteinert. Ich habe Evade mein ganzes Zeug gegeben. Augenklar nimmt es ein geringes Maß an Ausdauer. Halt fast alle Schwächungen körperlicher Natur. Die Fähigkeiten, die durch unterdrückt werden. Boah. Ich hab ehrlich keine Ahnung. Ich kann es ja mal mir ein Zeug geben hiervon und davon. Aber ansonsten habe ich wieder verkackt. Da gibt's doch nicht. Hat nicht gewirkt. Hat nicht gewirkt. Ja, super. Ich bin so ziemlich am Arsch. Dann probiere ich halt, ob ich irgendwie... Irgendwie... Ja, keine Ahnung. Wie greift man denn den Basilisken an? Nee, also... Jetzt sterbe ich langsam. Also, da gibt's doch nicht. Ach komm, das dauert jetzt sowas von ewig wieder. Nee, dann, das war ein schneller Tod. Dann gibt's halt eine neue Runde. Also langsam finde ich den Basilisken ziemlich zum Kotzen.
Das wäre ja noch okay gewesen, hätte er nicht diese beschissene Fähigkeit, Leute zu versteinern. Aber ich darf ja auch nicht so blöd sein und davor stehen bleiben. Also dieser Atem verursacht Versteinerung, das sehen wir ja schon mal. Jetzt rennen wir auch nicht dahin, um Ausdauer zu verschwenden. Ja, ich krieg von meinen Vasallen aber auch keinen Tipp, wie ich den angreifen könnte. Jetzt Vorsicht. So. Dass nicht versteinert werdet. Ja, danke für den Tipp. Habe ich jetzt auch gemerkt. Also die Augen lassen sich nicht sehr leicht angreifen. Da ist... Dann macht er sich hier diesen Giftbeutel. Hierher, Leute. Hierher. Kommt zu mir. Boah, also der ist knallhart. Ganz... Ich könnte einen betäubenden Pfeil hier reinhauen. Oh, aua. Nochmal so einen betäubenden Pfeil, aber ich glaube, das macht ihm nichts aus. Weg da, weg da, weg da. Wie jetzt? Ein Elektroschock in ihn umgehauen. Und dieser Surf Toad ist K.O. gegangen. Der ist kaputt. Vielleicht gerade... Okay, weg hier. Weg hier. Der steht auf. Der steht auf. Folgt mir. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt richtig aktiv Kommandos benutze. Aber anders geht das, glaube ich, auch. So, betäubender Pfeil. Also, einen Punkt haben wir schon mal weg. Nochmal. Oh, ich glaube, der tickt durch. Habt ihr seine Augen gesehen? Der ist aber komplett kaputt. Was macht er denn? Ist er blind? Der sieht irgendwie ein bisschen blind aus. Kann es sein, dass er erblindet ist? Oh nein, 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 nein. Seine Augen sind wieder normal. Hierhin, Leute. Okay. Vorsicht. Also betäubender Pfeil haut nicht so richtig rein. Hierhin, hierhin, hierhin. Weg da, weg da, weg da. Pfeil der Perforation. Ne, tut dem auch nichts so. Also ich traue mich ja fast gar nicht, an ihn ranzugehen. Ich versuche ihn ja irgendwie zu erblenden, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Sein Schwachpunkt wäre halt sein Giftbeutel, den er an der Brust hat. Wo er wirklich seine Scheiße rausspuckt. Aber, pff. Oh, fuck. Wow! Ich scheine irgendwie gut abgewehrt zu sein. Findet eine Öffnung und schlagt dann zu. Was für eine Öffnung? Entweder Arsch oder Maul. Und Arsch gehe ich nicht ran. Oh, verdammt. Oh nein, sag nicht. Nein, die versteinern gerade. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht, dass der so viele Probleme machen kann. Also, ich schieße und schieße, aber ne. Guckt euch den an, der ist so durchlöchert. Aber das interessiert den schon gar nicht mehr. Und da kommt schon wieder. Na holla! Das hat ihm wehgetan! An den Giftbeutel anzugreifen hat ihm wehgetan! Wenn er sich auflädt, dann direkt 5 Pfeile reinhauen. Und nein, ich glaube, meine Vasallen sind nicht versteinert. Oh fuck. Zurück, 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 zurück! Ich will hier keinen bei den Typen stehen haben. Erstattet Aldu Bericht. Yes! We have survived! Oh la la! I have survived! Whoo! Like a true survivor. Feeling like a little kid. Wow. Ich meine, wow. Ich habe die Scheiße überlebt. Und alle meine Vasallen sind noch da. Die Evade ist ja beim letzten Mal explodiert. Und ja, scheiße. Erstatte Aldu Bericht. Ist er denn im Schloss? Nee, der ist da. Der ist da. Ich muss nach unten. Oh mein Gott. Also der Basilisk, also jetzt weiß ich wenigstens, wie ich gegen einen Basilisten kämpfe. 5 Pfeil rein donnern in seiner Brust, wenn er sich auflädt.
Für seinen Versteinerungsatem. Also weiß ich schon mal, wie man einen Basilisken bekämpft. Finde ich gut. Finde ich gut. So, jetzt berichten wir Aldu. Schnell Bericht. Du bist aber nicht Aldu. Wer bist du denn? Ja, so viel Laden? Na toll. What damage have I wrought in carelessness to allow an agent of salvation through? And in sending you away afore the creature was revived, the damage was all the greater. While I, in my fool credulity, ran to the castle, only to be knocked insensate by some villain. 'Twas a lucky thing the beast was kept from the residential quarter. Ugh, or the castle. We must rethink the practice of tribute to prevent such a happening again. For now, though, the danger has passed. What of the damages? Ja, ein paar Vasallen sind explodiert. Not a single trophy was lost, sir. 'Tis a testament to the efforts of the Arisen. You have our thanks, sir. Truly, sir, you are a wonder. You've handled the task perfectly. Ohne Fehlgemeistert. Naja, naja. Tis the first chapter of a new legend, sir. Or at the very least, a task well done. Naja, erschlagen ist die Bestie ja nicht. Die ist abgehauen. Stufe 38. Also erschlagen haben wir sie nicht. Sie ist noch da. Naja, vielleicht klärt sich das ja in den nächsten Parts irgendwann. Ich hoffe, ihr werdet dann wieder da sein, wenn es heißt: Benny gegen der Basilisk. Was für ein Fail. Bis dann.